gekommen sind und sich dem Aufruf Rassismus bekämpfen, Refugees Welcome, angeschlossen haben. Lieber wäre uns gewesen, diese Demonstration hätte niemals stattfinden müssen. Sie ist eine Reaktion und der Anlass ist euch allen bekannt. Als wir letztes Jahr in unserer ersten, in Anführungsstrichen, Großunterkunft angefangen haben, mit Flüchtlingen zu arbeiten, da haben wir alle gehofft, dass wir ein ruhiges Arbeiten haben, dass wir in Ruhe mit den Flüchtlingen an ihrer Zukunft und unserer Zukunft arbeiten können. Am Sonntagnachmittag wurde bekannt, dass in der vorausgegangenen Nacht ein Anschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft hier in Bad Bevensen erfolgte. Dies durch das Herbeiführen eines Wasserschadens und eines Brandes. Man ist dort reingegangen, hat alle Wasserhähne aufgedreht und parallel hat es unterm Dach irgendwie gebrannt. Und scheinbar geht ja auch die Polizei inzwischen davon aus, dass es ein Anschlag war, auch ein Brandanschlag, also dass der gelegt worden ist. Und deshalb bin ich, wohne in Lüneburg, das ist nicht so weit weg. Und deshalb ist für mich selbstverständlich, dann hierher zu fahren und eben auch mit Flagge zu zeigen. Ne? Wenn diese Sabotage darauf zielte, wonach es scheint, nämlich die Nutzung der Räumlichkeiten als Flüchtlingsunterkunft zu verhindern, so benennen wir dies, egal ob durch Wasser oder durch Feuer, als das, was es ist, ein rassistisch motivierter Anschlag. Diesen mit aller Klarheit zu ächten und uns mit den Geflüchteten zu solidarisieren, ist das zentrale Anliegen unserer heutigen Demonstration. Wir wohnen in Beverbeck und haben das natürlich mitgekriegt mit dem Brand hier und sind halt auch in Wienbüttel, da sind jetzt auch Flüchtlinge. Da engagieren wir uns halt ein bisschen. Also ich habe jetzt eine Patenschaft übernommen für einen 18-jährigen Flüchtling und wir gehen auch immer in dieses Flüchtlingscafé, das einmal die Woche stattfindet. Und ja, wollten uns einfach solidarisieren. Und deswegen sind wir heute hier. Wenn Sie uns sagen, das Boot ist voll und endlich Schluss mit der Aufnahme von Flüchtlingen, dann gibt es nur eins. Sagt Nein! Und ich glaube, dass wir deshalb nicht Gutmenschen sind, wenn wir halt so uns herablassen und unglaublich uns selber berauschen an diesem Gefühl, dass man hilft, sondern dass es eine Verpflichtung ist zu helfen, weil wir leben so gut, weil es so vielen Menschen schlecht geht und das dürfen wir nicht vergessen. Wenn Sie uns sagen, für die Sicherheit müssen wir die Grundrechte einschränken, dann gibt es nur eins, sag Nein! Ja, weil ich denke zum einen, dass wir Flüchtlinge willkommen heißen sollten, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ja NATO oder NATO-Staaten maßgeblich daran beteiligt sind, was in Syrien passiert, was im Irak passiert ist. Also das kommt ja nicht von ungefähr, dass die Flüchtlinge zu uns kommen. Und dann frage ich mich vor allen Dingen, wann denn die offizielle Politik, die großen Parteien, die im Bundestag sitzen, endlich mal aufwachen und etwas gegen die rechte Gewalt machen. Waffen exportieren, weil wir den Wirtschaftsstandort Deutschland sichern müssen. Dann gibt es nur eins. Sag Nein. Lasst uns alle Nein sagen. Das ist völlig egal, ob dieser Anschlag ein Anschlag ist oder nicht. Für mich ist es wichtig, dass wir Gesicht zeigen, dass wir ganz klar sagen, wir wollen keine Gewalt gegen Flüchtlinge. Wir wollen friedlich miteinander leben. Und wir wollen allen Menschen, die in Not sind und die Hilfe brauchen, auch einfach Hilfe leisten. Thank you.